Wir leben Wrestling. CM Punk und Jack Perry angeblich suspendiert, Untersuchung wegen Vorfall vor AEW All In. Bereits am Montag machten erste Gerüchte die Runde, dass sowohl CM Punk als auch Jack Perry möglicherweise aufgrund ihrer Auseinandersetzung im Vorfeld von All In suspendiert wurden. Dies bestätigt nun noch Sports Illustrated. Der Vorfall wird intern außerdem weiterhin von All Elite Wrestling untersucht. Wie lange die Suspendierung der beiden sowie die internen Untersuchungen andauern werden, ist aktuell nicht bekannt. Informationen von Fightful Select zufolge soll es seit dem Zwischenfall bisher kaum Kontakt zwischen Tony Khan und CM Punk gegeben haben. Personen, die Punk nahestehen, zufolge soll dieser aufgrund der andauernden Zwischenfälle mittlerweile sehr unzufrieden mit der Promotion sein. Bereits bei seiner Anreise zu All In gab es Probleme. Demnach sei Punk am Samstagmorgen am Flughafen Heathrow angekommen, wo allerdings weder Personal von AEW noch ein Fahrservice auf ihn warteten. Eine Nummer, die ihm von der Promotion zur Kontaktaufnahme mit einem Fahrservice gegeben wurde, stellte sich dabei als ungültig heraus. Schlussendlich sei der 44-Jährige mit der U-Bahn zu seinem Hotel gereist und habe sich dabei sogar kurzzeitig nochmal verirrt. Auch Brian Alvarez bestätigte diese Berichte mittlerweile. Nach seinen Informationen sei Punk allerdings an einem anderen Flughafen gelandet, was möglicherweise zu den Abstimmungsproblemen geführt haben könnte. Information zu Wyndham Rotundas Gesundheitszustand vor seinem Tod. Laut einem neuen Bericht von TMZ hatte Wyndham Rotunda in den Monaten vor seinem Tod bereits mit einer Reihe von Herzproblemen zu kämpfen. Er soll im Schlaf verstorben sein, wobei der von seinen Ärzten empfohlene Herzdefibrillator nicht an seinem Körper gefunden wurde. TMZ zitierte aus Polizeiakten. Rotunda sagte seiner Freundin, dass er am Donnerstag ein Nickerchen machen würde und sie war besorgt, als sie eine Stunde später den Wecker hörte, der nicht aufhörte zu klingeln. Der Bericht besagt, dass Wyndham in seinem Bett gefunden wurde, er atmete nicht mehr und wurde blau. Wyndhams Freundin rief den Notarzt an, während ihre Mutter versuchte, Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen, aber er wurde später im Krankenhaus für tot erklärt. Es wurde vermutet, dass Covid-19 zu einer Schwächung des unteren Teils seines Herzens führte. TMZ berichtete auch, dass Rotunda eine Woche vor seinem Tod wegen Herzproblemen im Krankenhaus war. Am Morgen seines Todes hatte er einen Folgetermin und wurde angewiesen, weiterhin einen externen Herzdefibrillator zu tragen, der dazu dient, Menschen mit plötzlichem Herzstillstand zu behandeln. Ob die Verwendung des Herzdefibrillators sein Leben gerettet hätte, kann nicht gesagt werden. SmackDown-Rückkehr von John Cena bekannt. Wie die WWE bekannt gab, wird John Cena bei der kommenden SmackDown-Ausgabe wieder für die Promotion vor der Kamera stehen. Zusätzlich wird Cena bei allen 7 SmackDown-Ausgaben zwischen dem 15. September und dem 27. Oktober anwesend sein. Während all dieser Shows werden außerdem in Kooperation mit der Make-A-Wish Foundation Kinder und ihre Familien aus den jeweiligen Städten eingeladen, eine WWE-Show persönlich zu erleben. Mercedes Moné bald bei AEW? Während des All-In-Events von All Elite Wrestling wurde Mercedes Moné im Publikum gesichtet. Moné erholt sich derzeit von einer Verletzung und trug laut Mike Johnson backstage einen schweren Gehstiefel. AEW filmte das Material von ihr im Publikum speziell so, dass der Stiefel nicht zu sehen war. Johnson merkte außerdem an, dass die Erwartung backstage an AEW ist, dass sie, sobald sie ihre Ringfreigabe erhält, bald für Auftritte zurückkehren wird. Ursprünglich war geplant, dass sie bei der Blood and Guts Episode in ihrer Heimatstadt Boston debütiert, wenn sie sich nicht kurz zuvor bei einem Match für New Japan Pro Wrestling verletzt hätte. Überraschendes potenzielles Wyatt-Family-Mitglied bekannt. Angaben von Summer Rae zufolge soll sie zu ihrer WWE-Zeit als potenzielles Mitglied für die Wyatt-Family auf dem Zettel gestanden haben. Wie sie ihren Fans über Twitter mitteilte, übergab Wyndham Rotunda ihr eine Liste von Filmen und Dokumentationen zum Anschauen. Er war interessiert daran, eine weibliche Dynamik in der Gruppierung zu haben und hielt sie für perfekt für diese Rolle. Summer schätzte diese Geste sehr und betonte, dass Rotunda schon damals während ihrer gemeinsamen Zeit bei FCW mehr an sie geglaubt hätte als sie selbst.